Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen heute gleich reinstarten und erstmal den Feldforschungsdurchbruch abholen. Ihr seht, heute ist der 17. Oktober. Heute Abend beginnt das Halloween-Event. Wir holen mal hier die Sananabeere ab, bekommen dann den Feldforschungsdurchbruch. Wir können jetzt theoretisch wieder einen Einhallstein bekommen. Einhall? Ich finde, das Wort klingt immer noch komisch. Wir schauen mal, was dabei ist. Durchbruch, 2000 Sternenstaub, 20 Pokebälle und nichts. 3000 Erfahrungspunkte hinzu. Vielleicht haben wir ja wenigstens Glück und bekommen ein Shiny Evoli. Nee, da haben wir auch kein Glück. Ist aber nicht schlimm. 437, das tüten wir mal ein. Und Adi knabbert an meinem Fuß rum. So kommt's, wenn man keine Strümpfe anhat, ne? So, das haben wir eingetütet. Jetzt hört doch mal auf. Wir bewerten es mal kurz, schauen mal, was die Bewertung sagt. Ja, schlecht, das können wir also gleich wegschicken, wer braucht schon sowas. Und dann wollen wir noch mal kurz einen Artikel anschauen, denn heute Abend ist ja nicht nur das Halloween-Event mit neuen Raid-Bossen, neuen Shinies, allem drum und dran. Es gibt natürlich dann wieder neue Krypto-Pokémon, beziehungsweise neue Rocket-Stops, neue Sätze, neue Gegner, alles Mögliche. Und hier steht auch namentlich dabei Hondio, Kokuna, Bibor. Die scheinen es wohl alle drei als Belohnung zu geben aus dem Krypto-Stop. Ihr scheint also auch Bibor direkt so fangen zu können auch. Electek steht dabei, Magma, Labras, Voltilam, Samurzel, Blanas, Zubiris, Knacklion, bisschen spät, Tuska, Schuppet und Zwirlich. Das sind also viele Geister dabei, aber auch viele Käfer, viel Giftiges, ein paar coole Sachen auch. Und ihr wisst, die Chance, da einen 100er zu bekommen, ist natürlich relativ hoch, wenn man die dann erlöst. Also wenn euch noch ein 100er davon fehlt, geht raus. Labras finde ich besonders cool oder auch Electek, denn Illevoltek ist immer noch ein richtig krasses Pokémon. Auch Magma zu Magbrand. Wem da die Entwicklung fehlt, wer da noch ein gutes braucht, könnte sich da noch was holen. Knacklion könnte man sich noch einen 100er vielleicht gönnen, wenn am Ende, also nächsten Monat im Dezember, dann so ein Best-of-Community-Day kommt. Wird ja sicherlich wieder kommen, der geht ja wieder übers ganze Wochenende. Könnte man da noch eins entwickeln, um die neue Tacke mitzunehmen. Jetzt ist der Adi ruhig, wunderbar. Und wenn die neuen kommen, werden wir eben die anderen entwickeln. Ihr wisst ja, was alles auf einen zukommt. Deswegen gehen wir mal live rüber in den Spielebildschirm, geben mal Krypto ein, schauen uns mal an, wie es da jetzt momentan aussieht. Krypto. Ihr seht, habe ich also schon die Starter so gesammelt. Bisasam ist alles da, Glumanda ist da, Shiki ist da, Radfratz, Zubat, Mirapla war jetzt aus der letzten Welle, aus der dritten. Da müssen wir also entwickeln. Da fangen wir wieder mit dem höchsten an. Entwickeln also einmal Mirapla zu Giflor und dann eben zu Blubella oder Duflor. Duflor finde ich eigentlich immer noch besser als Blubella, also finde ich persönlich vom Design her cool, ist eins von der ersten Generation, deswegen werde ich das höchste zu Giflor machen und das zweithöchste dann zu Blubella. Ihr habt ja also jetzt die Entscheidung, wir machen erstmal Duflor zu Giflor. Die roten Augen sehen hier besonders genial aus, diese gestrichenen, halb zugekniffenen. Die Frage natürlich wieder an euch, wie macht ihr das? Nehmt ihr eins und entwickelt das durch, dass wenigstens die Schatten weg sind? Oder seid ihr auch so verrückt und sammelt immer die ganze Familie als Krypto? Irgendwo ist der Platz ja dann auch mal zu Ende. Deswegen nehmen wir jetzt das zweithöchste, entwickeln das nochmal durch. Mirapla zu Giflor, zu Duflor und dann zu Blubella. Ramses, red weniger, mach mehr, dann entstehen nicht so viele Fehler. Manche sehen eben richtig gefährlich aus. Enthorn fand ich immer cool, beziehungsweise wenn die im Fangbildschirm sind, sehen die irgendwie besser aus, als wenn die dann in der Box sind. Irgendwie verlieren die ein bisschen an ihrem Glanz. Aber kein Problem, wir haben ja auch genügend Sonnensteine da, deswegen können wir die einfach draufhauen, dass die auch mal sinnvoll genutzt werden. Manche sind ja auch so verrückt und wollen jedes noch erlösen und die ganze erlöste Familie auf der Hand behalten. Beim Erlösen hänge ich hinterher, ich erlöse eigentlich so gut wie nichts und wenn, dann erlöse ich halt nur die kleinen Sachen, den Crab, alles was 1000 Sternenstaub braucht zum Erlösen, nehme ich. Alles andere lasse ich eigentlich so wie es ist. So, Mirapla zu Giflor noch, dann sind wir damit durch. Für mich wäre es eine reine Verschwendung, den ganzen Sternenstaub rauszuhauen, wenn manche 3000 oder 5000 brauchen. Also erlöse ich immer nur die Tausender wie Carpador oder Zubat oder Radfratz. Mehr fallen mir gerade nicht ein.
Mit dem sind wir fertig. Jetzt habt ihr da die Familie, wie ihr seht. Blutzug und Omot können wir noch machen. Nehmen wir das wieder hier, das Blutzug, das höhere. Das 187er müssen wir eh so lassen. Schon alleine wegen den WP. Das ist genial. Blutzug zu Omot. Ich muss sagen, ich habe ziemlich lange gesucht, da ja mittlerweile immer mehr Pokémon in den Pool reinkommen. Und wenn ihr dann einen Satz habt und denkt, okay, Psycho, das ist jetzt bestimmt Abra, dann findet ihr plötzlich Hypno, 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 Hypno 20.000 Mal. Dann findet ihr plötzlich Drassler. Wenn ihr Drassler gesucht habt, habt ihr das nicht gefunden. Enton zu Entoron haben wir noch, was wir auch mal fix durchentwickeln hier natürlich. Und bei Pflanze, mir war die ganze Zeit nicht bewusst, ist Mirapla Pflanze oder ist Mirapla Gift? Weil ist das, glaube ich, von Pflanze Gift vom Typ her. Jetzt habe ich immer bei Gift gesucht, habe nichts gefunden. Wenn ich Pflanze gesucht habe, habe ich eigentlich immer nur Bisasam bekommen. Wenn ich mal kein Bisasam bekommen habe, habe ich auch mal ein Cellast bekommen, was ich auch davor ewig gesucht habe. Und jetzt, als ich es nicht mehr gebraucht habe, habe ich es halt da immer zu bekommen. Vulcano ist eigentlich relativ eindeutig gewesen mit dem Feuer. Da gibt es auch nicht so viel Auswahl, denke ich mal. Ganz leicht war es bei Lavita. Wir bringen den Stein ins Rollen. Da gab es, glaube ich, ist ja das einzigste Pokémon, was momentan da rauskommt. Hier Arcani, Vulcano. Vulcano zu Arcani können wir natürlich auch noch machen. Der sieht auch richtig böse aus. 821, ja, die haben halt alle kein gutes Level, brauchen sie aber auch nicht. Hier ist es eigentlich wirklich egal, was man entwickelt, weil die alle 50, 53 WP, ist ja kein Unterschied. Wir nehmen trotzdem mal das Höchste mit 53 und entwickeln das wieder durch. Abra, Kadabra, Simsala. Habt ihr auch die dritte Welle von den Krypto-Pokémon vollständig? Dann schreibt es mal in die Kommentare oder welche fehlen euch noch aus den vorhergehenden? Habt ihr eins noch gar nicht bekommen? Die, die nur einmal da sind, sind ja sowieso ganz chillig. Die, wo ihr 4, 5 braucht, also das ist wirklich stressig, da gezielt zu suchen, weil ihr immerzu nur irgendwas findet, aber nie das, was ihr wirklich braucht. Bei Abra wäre es natürlich cool, da noch eins zu erlösen. Also wer noch kein gutes Simsala hat, könnte sich da natürlich eins holen. Ich habe schon ein 100er, das brauche ich nicht unbedingt. Wir werden trotzdem hier das zweite nochmal machen. Weil Abra immer noch nützliches Pokémon gewesen. Damit, wer Machomai Raids gemacht hat und immer Dreier Raids solo gemacht hat, hat sicherlich damals viel mit Simsala gekämpft. Ich zum Beispiel, auch Psyana oder so habe ich mit reingenommen, immer wenn ich Machomai bekämpft habe. Aber mittlerweile mache ich ja keine Machomai Raids mehr. Abra, Kadabra, Simsala, also auch fertig. Slimer haben wir hier dabei. Hier habe ich eins, das hat weniger WP. Das habe ich mir aber mal aufgehoben, weil wenn ich das erlöse, wird es ein 100er. Ich weiß aber nicht, ob ich es erlösen soll oder nicht, weil eigentlich bräuchte ich es nicht. Was haben wir hier noch? Das ist auch alles fertig gewesen. Dratini, wunderbar. Bluebella, Hundusta, Lavita. Das müssten dann auch schon die letzten sein. Ach nee, Cellast. Wir machen erstmal Cellast. Cellast war ja auch noch da. Das entwickelt man nochmal durch. Der Cellast Community Day ist ja auch vorbei. Einer war so schlau und hat gedacht, wenn er das nimmt und erlöst das, hat das ja dann die Attacke Rückkehr. Und wenn er es dann am Community Day entwickelt, aber vorher noch eine zweite Attacke hinzufügt, hat er vielleicht die Community Day Attacke und Rückkehr. Leider wurde genau Rückkehr durch die Community Day Attacke ersetzt und die andere zweite Attacke ist so geblieben. Ist halt doof gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das geht, dass man wirklich zwei Legacy Moves drauf haben kann. Oder ob das immer so ist, dass Rückkehr sofort ersetzt wird. War eigentlich schlau gedacht zu sagen, ich gebe eine zweite Attacke drauf, habe Rückkehr und das andere, wenn ich es entwickle, bekommt sicherlich die Legacy-Attacke vom Community Day. Ist leider nicht passiert, es hat genau Rückkehr weggemacht. Jetzt werden wir hier auch das zweithöchste nochmal erwähnen. Entwickeln. Boah, was tue ich mir da nur an, solche Videos zu machen? Die wirklich eigentlich niemanden interessieren, nur mich selbst wahrscheinlich. Und dabei gucke ich sie mir noch nicht mal an. Aber eins ist ja noch übrig, das Lavita, das ist bestimmt das Spannendste. Obwohl ich sagen muss, Lavita war gar nicht so selten. Ich habe eigentlich so oft Lavita gesehen. Hier auch, also die Familie jetzt voll. An jedem zweiten Stop, wo man vorbei ist, gab es Lavita. Da habe ich auch einen Kandidaten dabei. Wenn ich den erlöse, ist das auch ein 100er auf Level 25. Den möchte ich aber erstmal so lassen. Und hier eben nichts erlösen, sondern entwickeln. Deswegen entwickle ich die jetzt erstmal durch, dass ich eben den Krypto-Eintrag habe. Denn wenn ich es erlöse, habe ich ja trotzdem kein Krypto da. Und eigentlich habe ich genug Despo da. Ich habe
8, 9, 10, 12, 12 Despo da hochgezogen auf Level 40. Das 100er würde ich wahrscheinlich nicht mal hochziehen und damit nichts machen, deswegen bräuchte ich das eigentlich nicht. Ihr seht immer noch 2500 Bonbons übrig. Damit kann man noch einiges machen, aber... Obwohl, was will man sonst mitmachen? Tauschen kann man sie auch nicht, wegschmeißen wäre sinnlos. Eigentlich kann man es nur erlösen oder man lässt es einfach drin und kann immer sagen, das würde ein 100er werden, auch wenn man es gar nicht erlöst. Da also noch Despota, richtig genial. Das zweite nehmen wir hier noch, entwickeln es nochmal zu Pupita. Und dann haben wir auch hier die dritte Welle Krypto-Pokémon komplett. Wir kürzen es einfach ab, Kryptomon, wir haben die Kryptomon alle voll. Alles genial. Ja, Adi, da guckst du. Ist schon wieder auf dem Bett. Bam. Das war alles jetzt. Immer noch 2500 Bonbons übrig. Und ihr seht, 64 Krypto-Pokémon schon. Theoretisch könnte man die auch einfach alle wegschmeißen, weil die eh sinnlos sind. Schon hat man wieder 64 Plätze mehr. Und ich habe jetzt auch nur zwei Stück doppelt, eben die zwei Stück, die ein 100er werden würden. Ansonsten ist jedes wirklich nur einmal da. Ist das Platzverschwendung in euren Augen oder ist das cool, so eine Sammlung zu haben, wo man wirklich die ganze Krypto-Familie sammelt, auf der Hand behält? Schreibt es mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Und ja, ich würde sagen, das Halloween-Event kann kommen. Heute Abend geht's los, 22 Uhr, Shiny Pikachu, Suche, Dark Rai, Raids ab morgen. Ich werde sehen, dass ich morgen den ersten Dark Rai Raid mache und auch gleich ein Video dazu hochlade. Die Rocket Stops sind ja dann noch ein Stück da, die muss man jetzt nicht unbedingt im Event machen, kann man natürlich, aber die neuen Shinies, die neuen Pokémon gehen erstmal vor. Rocket Stops, wenn die fünfte Welle kommt, machen wir einfach die vierte und dann kommt wieder ein langweiliges Video, wo ich die einfach nur entwickle, darauf könnt ihr euch natürlich schon freuen. Das war's aber von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, the Vorhaut, euer Ramses.